täglich auf Viva 2. Herzlich willkommen, Charlotte Grace Roach. Total vollgeschmiert. Have a seat. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den Grimme-Preis. Das ist eine ganz tolle Vielen Sache. Dank. Das ist auch wirklich eigentlich revolutionär. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Nein, du weißt nicht, was ich kann selber nicht fassen. Ich raff das immer noch nicht. Zu Recht? Ja. Ah, du wirst auch nie raffen. Aber das ist zum ersten Mal, dass eine Musiksendung nominiert ja, ist, oder? Ja, das allererste Mal. Und dann direkt zwei Sendungen von Viva 2 nominiert. Welche noch? Two-Step, das ist so ein experimenteller Sender. Wer macht das? Das hatte die Idee unser Programmdirektor Stefan Kauer zum der Ausführung. Ah. Der hat dann auch so einen Producer. Verstehe. Also das ist eine ganz tolle Sache und drück dir den Daumen, dass du ihn auch wirklich gewinnst. Hast du mal ein Turner-Bild im Original gesehen? William Turner in London? Nee. Du warst nie in der Turner-Galerie? Nee, ich gehe immer Piercings kaufen und so. Ne? Ja? Nie? Ja. Aber ihr habt doch so tolle Museen in London da, nee, oder? Nee, mach ich nicht. Wenn, dann sitze ich mit meiner Familie und trinke Bier oder ich gehe einkaufen. Oder Shopping, gut, aber ich meine, dafür ist auch London bekannt. Ja. Du hast, ich habe gehört, du bist... Nein, nee, nochmal zurück zum Grimme-Preis. Ich muss nämlich noch unbedingt was sagen, weil der Andrak, ne, dein lieber Mitarbeiter, der ist ja auch nominiert. Der ist auch nominiert. Und das wollte ich nur sagen, weil als ich das gesehen habe, die Liste, dachte ich so, oh scheiße, Andrak ist auch nominiert in meiner Kategorie. Ja. Weil, wir können dir aber sagen, weil wir noch alle Scheiße gesagt haben, wo wir gelesen haben, dass sie auch nominiert sind. Nee, ich will unbedingt, dass der nicht bei dir. Nicht bei dir. Nein. Nicht bei dir. Nein, aber ich will, dass der Ja, wir drücken den Daumen. Ja. Es ist eine große Auszeichnung und es ist überhaupt schon toll, nominiert zu sein. Hm, ja, natürlich. Und damit kann ich schon den Rest meines Lebens angeben. Nein, doch. Please welcome former Grimme Prize nominee. Ja. Du wolltest heute sagen, eine Antwort, was ist denn da auf der Hand stehen? Sind das Telefonnummern? Ja, das ist die Faxnummer von meiner Mutter. Die sitzt im Publikum irgendwo. Wo denn? Wo ist sie? Hallo, sie war letztes Mal auch schon hier. Ja, und die brauchte die Wegbeschreibung hier hin. Ach so, die hast du ihr gefaxt. Ja, das ist aber nett von dir. Da denkt man, du bist so eine richtig, so eine freche und chaotische Was, wenn Mama anruft und sagt, fax mir die Wegbeschreibung, dass ich sage, oh, fick dich, oder was? Nee, Mama, ne? Mach ich nicht. Aber Mama hört das nicht gerne. Nein. Mama hört das nicht gerne, aber sie weiß, it's a hard life und... Was sagst du zu Samenraub von Boris? Ist das in London Alltag, Teil der Tradition oder nein? Nein, das ist eine der allerpeinlichsten Geschichten, die einem passieren können, oder? Ja, aber... Ich habe gerade noch hinter der Bühne ich gedacht, das kann einem doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, dass man sowas behauptet. Es ist wahr. Ja. Und du wolltest heute eine Antwort geben, als ich letztes Mal gesagt habe, also Girly, das geht nicht mehr. Ja. Und du wolltest sagen, was sozusagen der Gegensatz zu Girly ist oder die bessere Bezeichnung. Ja, genau, weil du hast mich ja nicht als Girly bezeichnet, sondern du hast mit mir über Girlies geredet. Ne? Meinst du das böse oder... Nee, also ich meine, für mich warst du der Prototyp eines Girlies, wenn du auch trotz deiner Jugend schon ein bisschen im eigentlichen Girlie-Alter jetzt entwächst. Weil siehst du ein Girlie, was heißt das? SMS, handysüchtig, Schule abbrechen, total geschminkt, für mich heißt es eigentlich so kleine Schlampe. Im positiven Sinn. Im Sinne selbstbewusst, weiß, was sie will, nimmt sich, Luda, was Luda, Luda, Schuluniform, sowas Kniestrümpfe, einfach nur eine... Samenraub, alles. Also, wenn du es positiv meinst, dann würde ich einfach nur sagen, das ist eine super junge Frau. Und wenn du das negativ meinst, im Sinne von Schulabbrecherin, drogensüchtig, handyabhängig, würde ich einfach sagen, blöde Sau. Ja, aber nein, anstatt Girly, weil ich mag das nicht, weil Girly ist erfunden worden in der Presse. Das hat es nie gegeben. Gut, aber alles wurde irgendwann mal erfunden in der Presse und alles kann ja nur... Ja, aber nur weil irgendjemand ein Wort erfindet, heißt es nicht, dass es das menschliche Pendant dazu gibt. Das ist aber jetzt schon sehr philosophisch. Ja, aber doch, wenn du sagst Girly, dann weiß man ja sozusagen, was in etwa damit gemeint ist. Ja, aber ist, manche meinen das ganz böse, manche meinen das ganz... Nee, ich glaube, Girly ist immer auch im Sinn von sexy gemeint und von attraktiv. Ah. Ja, ja. Früher hieß das Backfisch. Wir kommen da nicht zusammen. Backfisch. Wie war dein Film in Rome? How was Rome? Nee, das ist noch nicht gedreht. Das ist meine erste Filmrolle. Das ist ein Typ, ein Underground-Filmer. Ja? Der hat mich im Fernsehen gesehen. Ein Engländer? Hat gesehen, dass ich... Nee, der ist Deutscher. Andreas Schnaas heißt der. Ein deutscher Underground-Filmer. Der dreht so Hardcore-Splatter-Filme. Ein deutscher Underground-Filmer, der Hardcore-Splatter-Filme. Ja, Andreas Schnaas. Der hat mich im Fernsehen gesehen und dachte, okay, die will ich in meinem Film. Hat mich gefragt. Ich sage ja. Und ich habe nur 4 Drehtage in Rom, diesen Monat noch. Ja. Und ich habe, glaube ich, eine der schrecklichsten Sterbeszenen, die man sich vorstellen Wieso kann. Wieso denn? Es sind alle Leute, die in dem Film sind, sterben irgendwann. Ja. Jeder sehr kunstvoll auf seine Art und Weise und sehr langwierig. Ja. Und also meine Szene ist, ich werde vergiftet und mein unteres Bein fängt an zu pulsieren.
Und dann guckt sie und sagt, oh mein Gott, und es tut so weh. Und dann auf einmal explodiert das eine Bein und ich halte das so an Knie zu mit beiden Händen und spritze alle Leute mit Blut voll, die ganze Wand. Und das erstmal minutenlang. Und dann, das schaffe ich aber aufzuhalten, da den Blutfluss. Ja. Dann fängt das andere Bein an zu pulsieren und dann sitze ich da mit zwei Stumpen und halte die so zu und spritze überall Blut rum. Und auf einmal gucke ich auf den Brustkorb runter und dann explodiert mein ganzer Brustkorb. Auch? Ja. Und dann schreist du aber wenigstens, mit bin ich nicht schwanger. An die Wand. Das ist ja unglaublich. Ja. Wie heißt der Film? Der heißt Dämonium. Dämonium? Ja. Independent produziert, ja? Ja, ja, und das ist so, so, viele Leute sagen dann, oh Gott, nee, das ist nicht gut, wenn man so gewalttätige Filme macht und so. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man keine sauberen Guido Westerwelle-Filme mehr macht in Deutschland. Guido Westerwelle hat auch einen Film gemacht? Nein, so sauber wie Guido Westerwelle. Ich glaube, dass Guido Westerwelle, der ein großer Kunstliebhaber ist, solche Filme gerne sieht. Weil es ja, wenn die Freiheit der Kunst im Mittelpunkt steht, ist die FDP ganz weit vorne. Wirklich, das weiß ich aus Erfahrung. Ja. Warum wird dieser Film in Rom gedreht? Das ist eine. Machst dieser Film ist eine Hommage an die. Fällt der Dreck nicht so auf? Gehen wir einmal mit dem Schlauch hinterher drüber. Der Film ist so eine Hommage an die 70er, 80er Jahre italienischen Filme. Ne? Deine Baustelle, Dario Argento. Dario Argento, 70er, 80er Jahre italienische Filme, das heißt für mich Terence Hill und Bud Spencer. Ja, auch. 70er Jahre, so Kultfilm oder so. Ja, also das ist ein so Giallo. Schwuler, zwei Stunden diese allein Krimis. Am Strand oder sowas. Nein, diese Mordfilme. Ach so, diese Mordfilme. Ja, Mord. Das habe ich nie gesehen. Ja, gut. Ich meine, wenn Mord, aber dann Scorsese, inhaltlich daran eingebunden, weißt du? Ja, und deswegen müssen wir das in Rom drehen, auf so einer riesigen, wunderschönen Burg. In Rom? Mhm. Wie heißt die denn? Weiß ich nicht. Das kriegst du noch gefaxt. Das heißt so und so, du hohle Nuss. Sei um 4 Uhr morgens da. Kann ich mal einen Kaffee haben, nehme es in Independent. Was macht die Schilddrüse? Man sieht es gar nicht. Ich dachte, du hättest einen Kopf. Nein, du hast doch das ist eine Unterfunktion. Ach, du hast eine Unterfunktion, nee. Ja, nee, das, was du meinst, ist eine Überfunktion. Ich habe eine Unterfunktion. Du hast eine Unterfunktion. Das heißt nur, dass man für immer und ewig ganz dünn bleibt. Das ist der Effekt? Ja, das ist nicht krankhaft oder so. Also Unterfunktion ist dicker werden, Überfunktion ist dünn bleiben. Egal, wie viel ich esse beim Chinesen nur so. Ja, musst du Tabletten nehmen? Nein, nix, das ist nicht schlimm, das ist ja gut. Das hat der Arzt festgestellt. Hm. Und da muss man keine Tabletten nehmen, um es zu regulieren. Die Schilddrüse ist ganz wichtig. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, also in das eine Kalte Extrem. Knoten, sagt dir das was, dir Stichwort? Nee. Ja, das ist ganz gefährlich. Und heiße Knoten. Habe ich aber nicht. Ich schwöre. Nee? Lässt du das immer mit Ultraschall? Aber wisst ihr schon mal, hier sind die Gramm. Wo man so eine halbe Stunde ganz ruhig liegen lassen muss. Du? Ja, täglich. Alle halben Jahre. Gefährlich, musst du checken lassen. Hast du einen guten Arzt? Ja, mehrere. Mehrere? Ja. Ah, du bist aber trotzdem, seit du das erste Mal hier bei uns warst, jetzt schon, wie soll ich sagen, erwachsener geworden oder so, cooler. Was? Professioneller, ja. Oh nein, das ist Er ist immer noch deinen Stil treu geblieben, aber du hast es perfektioniert. Und der neue Haarschnitt, finde ich, steht dir sehr gut. Ja, das meine ich, hatte vorher falsche Haare drin. Ja, so rangeschweißt. Ja, wenn du dich abends ins Bett legst, hast du so 200 Nadeln, die dir so in den Kopf pieken. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist so auf dem Gesicht zu schlafen. Und dann das schnell, dann lieber ab. Ach, die waren nicht rangeschweißt, sondern mit Nadeln? Ja, so 250 kleine Strähnen, die aber so reinpieksen die ganze Zeit. Ach so, das hat Arabella, hat das auch mal, Arabella Kiesbauer. Habe ich mal gesehen, Mein großes Vorbild. Wirklich wahr? Quatsch. Gibt es eigentlich noch immer eine. Du bist ja bei Viva 2, das ist jetzt schon die Generation, die mich so anspricht. Mehr Oldie-Sender, oder? Ja. Da, das heißt, da könntest du auch noch ein paar Jährchen bleiben. Ja. Hast du vor? Ja, also mir fällt nichts ein, was besser ist. Also es gibt schon Angebote, aber die können das nicht so überbieten, was ich da habe. Ich darf sagen und machen, was ich möchte. Die Redaktion ist mit mir zusammengewachsen, die Sendung ist mit mir zusammengewachsen. Wir haben uns da das alles selber ausgedacht. Also, wie soll das jemand überbieten? Ja, und das ist der Vorteil, dass du das erkennst, weißt du? Dass du nicht wohin rennst und sagst, ah, da habe ich was angeboten gekriegt, da gehe ich gleich mal hin und so weiter. Und ja, so. Und vor allem so mit mehr, das Einzige, was geht, ist mehr Geld. Aber dann, wenn man nicht machen darf, was man will, ist. Was nützt dann all das Geld? So weißt ist du? Es. Das Geilste ist, machen darf, was man will, mit richtig Geld. Das ist, gib dir mal die Nummer von Sat 1. Aber das, du hast alle Freiheiten da. Ja. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl für dich für den Grimme-Preis. Doch, nee, ich will, dass Andrak den kriegt, weil der erinnert mich mit seinem Sexappeal an den jungen Elvis. Und deswegen soll er den Grimme-Preis kriegen. Geh der raus. Ist ein Sexgott. Absolut. Geh raus und reiß ihn vom Vorhang weg, wenn er das gehört hat. Ja. An den jungen Elvis. Ja. Den Jungen, der den Hüftschwung erfunden hat. Richtig. Wer erinnert dich an den Alten hier im Raum? Come back as a Grimme-Preis-Winner. Ich muss noch kurz was sagen. Bitte. Weil
Das wird viele junge Leute am Bildschirm interessieren, ja, dass Viva 2 auf Astra empfangbar ist jetzt. Oh, also München, Hamburg, Berlin, ja, lagen alle sehr popkulturell brach. Ja. Die konnten kein Viva 2 empfangen. Ja. Ab jetzt geht es. Ab jetzt, meine Damen und Herren, auch im Opel Astra Viva zu empfangen. Grimme-Preis-Nominee Charlotte Grace Rhoads.